Hi, mein Name ist Philipp Gotthard, willkommen bei Nerdfall Medizin und heute geht es mal wieder um das Thema Stress. 2017 ist in Annals of Emergency Medicine ein hervorragendes Paper von Loria et al. Erschienen, wo 4 Taktiken gegen den Stress gezeigt werden und das Ganze möchte ich mit euch mal durchgehen. Aber bevor ich das Ganze vorstelle, möchte ich das, was Loria brillant beschrieben hat, vorwegnehmen und zwar Beat the Stress Fool. Was will der Philipp da jetzt? Ich möchte euch ins Gehirn eingravieren, welche 4 Taktiken ich mit euch besprechen werde. Beat the Stress Fool. Breathe, talk, see and focus. Und das Ganze stellt ihr euch vor aus dem Mund von Mr. T, dem coolen Typen aus A-Team, der euch anschreit. Beat the Stress Fool. Und wenn ihr Stress habt, dann stellt ihr euch Mr. T vor mit seinem Satz, den er euch in das Ohr schreit, den ich noch ein paar Mal auch wiederholen werde. Und was werdet ihr machen? Ihr werdet euch erstens an die Taktiken erinnern und zweitens werdet ihr ein bisschen lächeln und schon das reduziert den Stress. Beat the Stress Fool. Breathe. Tactical Breathing. Manche werden es schon kennen. Was bedeutet Tactical Breathing? Tactical Breathing ist eine Möglichkeit, das eigene Stresslevel zu reduzieren, indem wir bewusst auf unsere sympathische Aktivierung Einfluss nehmen. Und das können wir durch die Atmung, denn die Atmung ist der einzige vegetative Faktor, den wir bewusst verändern können. Was machen wir also? Wir machen einen ganz bewussten Atemzug 4 Sekunden lang ein, 4 Sekunden lang Luft anhalten, 4 Sekunden lang ausatmen und nochmal 4 Sekunden Luft anhalten. Das heißt, wir machen 16 Sekunden lang einen ganz bewussten Atemzug und dadurch bremsen wir uns herunter, unser Puls sinkt, unser Stresslevel sinkt und wir geraten wieder in einen Bereich, in dem wir handlungsfähig sind, in dem wir wieder sicher handeln können. Idealerweise sollte man das Ganze 3-mal wiederholen, das heißt ungefähr 45 Sekunden. Mir ist bewusst, dass man das bei einem kritischen Patienten in der Akutphase gerade nicht machen kann, aber sehr wohl können wir das machen, wenn die Schicht einfach sehr, sehr stressig ist und wir einfach das Gefühl haben, wir brauchen eine kurze Auszeit. Tactical Breathing. Beat the Stress Fool. Beat the Stress. T. Talk. Selbstgespräche. Selbstgespräche sind immer so ein bisschen was Seltsames. Tatsächlich führt sie jeder von uns und wir können sie sehr, sehr sinnvoll nutzen, indem wir Mantras oder Leitsätze für uns selbst formulieren. Und wie macht man das effektiv? Indem man kurz und präzise ist, indem man positiv das Ganze gestaltet, indem man freundlich zu sich selbst ist und indem man seinen Leitsatz immer wieder wiederholt, bis er wirklich auf der Festplatte eingraviert ist. Warum sage ich freundlich? Weil wir ganz häufig dazu neigen, dass wir uns selbst enorm streng rannehmen und ganz streng mit uns selbst sprechen, gerade in stressigen Situationen. Los, schaff das jetzt! Ah, das wird schief gehen! Das ist Quatsch, sondern ein sinnvoller Leitsatz zum Beispiel ist, du bist ein guter Notfallmediziner und du schaffst das. Und wenn wir uns das immer wieder sagen, dann haben wir dadurch die Möglichkeit, in einer stressigen Situation uns selbst wieder Mut zuzusprechen, selbst wieder darauf zu fokussieren, was wir eigentlich sein wollen, wie wir das Ganze meistern wollen und dann schaffen wir das Ganze auch tatsächlich. Beat the Stress Fool. Stress C. Die mentale Mindmap. Mentale Simulation. Mentale Simulation ist in letzter Zeit viel untersucht worden und mittlerweile wissen wir sehr genau, dass mentale Simulation fast genauso gut ist, wie in einem High-End-Simulator zu trainieren. Aber wie mache ich das effektiv? Ich stelle mir die Situation vor, die ich trainieren möchte, das mag etwa die schwierige Atemwegssituation sein, und stelle mir erstmal vor, wie werde ich mich eigentlich fühlen? Wie sollte ich mich fühlen? Also voller Hoffnung, bereit, das Ganze zu schaffen, mutig. Ich stelle mir vor, in welchem Raum mache ich das? Der Anästhesist stellt sich vielleicht die Einleitung vor. Bei uns wird es eher die Notaufnahme oder der Schockraum sein. Und ich überlege mir genau, wo stehe ich in diesem Raum? Was sind da noch für Personen? Wie fühlt sich dieser Raum eigentlich an? Dann überlege ich mir Schritt für Schritt den zeitlichen Ablauf. Was mache ich zuerst? Was kommt dann? Und nun kommt, was mache ich motorisch eigentlich? Was mache ich mit meinen Händen? Was macht meine linke Hand? Was macht die rechte? Was sollten sie tun? Und wie mache ich es genau? Und das gehe ich in meinem Kopf ganz bewusst einmal durch. Wenn wir das Ganze jetzt motorisch durchgeübt haben, dann müssen wir uns überlegen, was werden wir in der Situation sehen? Wir neigen dazu, uns Situationen immer aus der Vogelperspektive vorzustellen. Aber das ist falsch. Wir sollten uns überlegen, was werde ich in dem Moment für einen Blickwinkel haben? Und wenn wir das Ganze immer wieder durchgehen,
dann schaffen wir es, uns die Situation ganz bewusst zu vergegenwärtigen. Und wenn dann irgendwann mal dieser kritische Fall eintritt, den wir vielleicht noch nie vorher praktisch simulieren konnten oder üben konnten, dann wird es trotzdem eine gewohnte Situation sein. Wir werden ein deutlich niedrigeres Stresslevel haben und wir werden, und das ist wissenschaftlich erwiesen, deutlich effektiver handeln können. Beat the stress fool. Als letztes Fokus. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal sind Situationen kritisch und reißen einen förmlich mit. Man läuft irgendwann nur noch den Geschehnissen hinterher. Man ist nicht mehr aktiv dabei, die Situation zu moderieren, sondern man ist nur noch reaktiv. Man reagiert nur noch auf das Umfeld. Dabei wollen wir doch eigentlich das Ruder in der Hand haben. Und was wir machen können, um uns aus diesem reißenden Strom herauszunehmen, ist ein Fokus, ein Triggerwort zu wählen. Und da nehme ich persönlich ABCDE, das Mantra der Notfallmedizin. Warum? Wenn ich merke, dass die Situation mir irgendwie aus den Händen läuft, dann sage ich mir selbst ABCDE. Ich gehe einen Schritt raus. Ich gucke nochmal ganz kurz, passen die Basics eigentlich? Und was ich dadurch mache, ist, ich nehme mich aus dem reißenden Strom heraus. Ich werde wieder aktiv. Ich mache bewusst im Kopf einen Schritt zurück und werde damit wieder zum Handelnden der Situation und nicht nur zum Follower. Beat the stress fool. Breathe, talk, see and focus. Diese Sachen, diese Tipps und Tricks möchte ich euch mitgeben und hoffe, dass sie euch in einer stressigen Situation helfen. Beat the stress fool. Denkt an Mr. T. Er wäre stolz auf euch. Das war's von mir. Ganz besonders bei diesem Beitrag bin ich sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Würde ich mich sehr freuen über vielleicht auch kritische Anmerkungen, wenn euch das Ganze ein bisschen zu spielerisch dargestellt wurde zum Beispiel. Wenn es euch gefällt, auf jeden Fall bitte liken, teilen, Freunden weitersagen. Das würde mich sehr freuen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.